Hallo was ist ab, Leute, und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute versuche ich in 10 Päckchen eine Top-Master-Karte zu finden, eine Rare-Karte. Ich habe schon sehr, sehr viele gezogen. Mbappé, Lewandowski, eigentlich alle, die es gibt. Habt ihr auch im ersten Mappen-Update hoffentlich gesehen. Da habe ich ja unter anderem die ganzen Rares einsortiert, da die ja die ersten Karten im Sammelalbum sind. 10 Päckchen, ich finde, da kann man schon durchaus mal eine Rare-Karte finden. Und die Rare-Karten erkennt man ja immer schon daran, dass die Karte, das ist die vorletzte Karte, die dann halt umgedreht ist. Deswegen erkennt man das halt schon immer. Man kann das jetzt nicht irgendwie herausfinden, indem man knickt oder so. Oder indem man hier irgendwie so macht oder so macht. Sondern man sieht es halt, wenn man das Pack aufgemacht hat. Genau. Ob wir in 20 Euro eine Rare-Karte finden, das ist jetzt natürlich die Frage. Was meint ihr? Kriegen wir in 20 Euro, weil ein Pack kostet ja 2 Euro. Ob ihr, findet man eine oder findet man keine? Frage an euch. So, erstes Pack würde ich sagen. Ab geht's. Soll ich schon immer so ein bisschen reinschnökern, ob wir da eine kriegen oder keine kriegen? Nee, komm Leute, ich guck einfach ganz normal. Nikola Jürgensen, wenn wir eine kriegen, dann kriegen wir eine. Wenn wir keine kriegen, dann kriegen wir keine. Nikola Jürgensen. Danny Rosie-Bosie, Fredrik Jensen aus Finnland, Samuel Umtiti, dann haben wir das Portugal, das Line-Up, die Line-Up-Karte hier, oh, mit CR7 da unten drauf, Jawolski, dann Pijatov, Bukarest und Fabian Ruiz, also im ersten Pack schon mal keine gefunden. Aber wir haben ja noch 9 weitere, Stefan Poschi, Stankovic, Zeluzka, Gulherme, dann Rumänien und Israel als Playoff-Team. Und die dritte Powerkarte ist Sebastian Larsson, Keyplayer. Übrigens, wenn ihr euch wundert, 526er macht in dieser Serie einfach keinen Sinn, Leute. Weil dann müsste ich ja, aus jedem Pack einen 526er raushauen. Emre Can war noch als Base-Karte mit dabei. Wir gehen rüber zum dritten Pack. Gehen rein ins dritte Pack. Fernandes, Jordan Pickford, Marcel Sabitzer, Olsson, Niederlande-Logo, Lovren und Jasper Cillessen und am Ende hier nochmal Glich. Die Top-Master-Karte erkennt man daran, dass die Karte dann so ist und nicht so, wie die ganzen, also wie die anderen Power-Karten. Das habe ich schon mittlerweile herausgefunden in den 10 Päckchen, die ich jetzt insgesamt von der Euro-Serie geöffnet habe. Mehr habe ich wirklich nicht geöffnet, Leute, Kappa Klaus. So. Tin Yedwai. Sergio, oh, da ist eine. Wir haben eine gefunden, Leute. Wir haben eine gefunden. Christensen, Morata, Hugo Lloris, Burak Yılmaz. Wir haben einen Mittelfeldspieler. Es ist dann entweder Modric. Wen gibt es noch? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich drehe einfach um, Leute. Ich drehe einfach um. Und es ist Luka Modric. Es ist Luka Modric. Unsere Mastercard, unsere Rare Mastercard hier. Sehr, sehr, sehr geil. Das heißt, in 20 Euro haben wir jetzt schon mal eine gefunden. Also noch gar nicht. Wir haben jetzt wie viele geöffnet? 4. Also in 8 Euro haben wir eine Rare-Karte gefunden. Wenn es so weitergeht, müssten wir jetzt eigentlich noch eine zweite bekommen. Mal schauen. Mal schauen. Zinchenko. Lucas Hernandez. Sensi. Ciro Immobile. Alexander Isak. Wöber, dann Courtois, Vertonghen, Alderweireld, The Wall aus Belgien und Konrad Leimer aus Österreich. Weiter geht's. Chiquilla, Zygankov, Quincy Promes, Romelu Lukaku, Toivio, Tschechien-Lineup und Lukaku als Tormaschine. Und die letzte Basie ist Oleksandr Karavajew. Karavajew. Die Karawane zieht weiter, der Sultan. Emil Forsberg. Matze Ginter. Da kommt hier die nächste. Nee, leider nicht. Rafael Guerrero zu Yunchu. Dann haben wir hier Pepe. Kroatien-Logo. Und Leonardo Bonucci. Und dann hier nochmal Gianluigi Donnarumma. 3 noch. 3 Päckchen noch. Mein Papierkorb da unten ist schon wieder voll. Mason Mount, Wojciech Szczęsny,
Lindelöf, Kamara, Krall. Ey, nur zwei Powerkarten hier. Und Slowakei als Playoff-Team. Hier noch Brabeck und Memphis Depay. Das ist ja jetzt mal frech, ne? Zwei Powerkarten in dem Pack. So, ich muss mal kurz die Base-Karten ordentlich machen. Dann sieht das schön aus auf dem Tisch. Zack, Powerkarten kommen daneben. Und wir machen weiter mit dem vorletzten Pack für heute. Vorletztes Pack für heute haben wir Timo Werner. Oh, no. Komm, ich starte gleich hier mit den Powerkarten. Italien, Lineup, Gareth Bale, Captain und Attacking Trio aus Frankreich mit Mbappé, Griezmann und Giroud. Die Basekarten sind Timo Werner, wink einmal, Fabianski, Jacici, Boril und Poyanpalo. Letztes Pack. Ja, da sind wir dabei. Letztes Pack. Eva Colonia. Das letzte Pack. Der Reka, der Mepham. Der Semenov, das Polen-Logo, Suchi und Depay. Und dann noch Magic Moment Ukraine. Da sind wir ja dabei. Hey, ja. Oh, jetzt waren hier vier Powerkarten im Pack. Leute. Eine Top-Master-Karte haben wir gefunden in 20 Euro. Ich würde sagen, wir basteln jetzt hier noch eine schöne Aufstellung zusammen. Erstmal gucke ich mir die ganzen Power-Karten an. Natürlich steht Luka Modric, unser Held des Videos, hier im Mittelfeld. So, Depay könnte man vorne links hinstellen. Gareth Bale könnte man vorne rechts hinstellen. Bonucci könnte als Innenverteidiger aushelfen, Pepe auch. Lukaku Stürmer, aber eher... nicht so mein Fall, Lloris. Und die anderen eher weniger. So, vielleicht helfen ja die Basekarten noch aus. Also die müssen jetzt aushelfen. Tagte mir Werner. Da sehe ich Werner lieber als Lukaku vorne im Sturm, bin ich ehrlich. Depay, Chesney, Lindelöf. Donnarumma, Guerrero. Oh, Guerrero könnte über links spielen. Ginter... Leiber über rechts. Busquets im Zentralen. Und jetzt bräuchte ich noch am besten Sabitzer ZOM. Das könnte man machen. Und das mache ich, glaube ich, auch so. Umtiti, Rose, Jensen, Jürgensen. Nee, also ich lasse das so. Unsere Aufstellung, die wir jetzt hier nochmal am Ende zusammengebastelt haben, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und tschüssi.